Und jetzt Schatten auf dem Eis. Das Zwangsdopingsystem der DDR hat viele Opfer hervorgebracht, die bis heute an den Nachwirkungen leiden müssen. Besonders perfide, das Doping Minderjähriger wie im Eiskunstlaufen. Während die Opfer mit Krankheiten und Ängsten kämpfen, verstecken sich die Täter bis heute. Und der Verband agiert sehr defensiv. Die Vergangenheit kann man nicht weglöschen, nicht ausradieren. Und die beschäftigt einen noch sehr. Die Seele kann einem keiner mehr wiedergeben. Und die hat gelitten und die leidet noch. Susanne Schnierder war in der DDR junge Leistungssportlerin. Ein vielversprechendes Talent. Sollte für die DDR Erfolge im Eiskunstlauf sammeln. Die Sichtung im Eiskunstlauf begann schon im Kindergarten. Die Begabtesten wurden, so früh wie in keiner anderen Sportart, in die Kinder- und Jugendsportschulen delegiert. Die Kaderschmieden des DDR-Sports. Hartes Training von Kindesbeinen an, rund um die Uhr. Alles für das Medaillenstreben des SED-Staats. Und im Eiskunstlauf feiert die DDR viele Erfolge, brachte zahlreiche Welt- und Europameister hervor, holte 10 olympische Medaillen. Doch viele blieben auf dem Weg dorthin auf der Strecke. Es wissen viel zu wenig Leute, Menschen draußen, was doch vielen angetan wurde, diese ganzen gesundheitlichen Schäden, die psychischen Schäden auch, die allgegenwärtig sind und die Menschen begleiten. Susanne Schnierder leidet noch heute an den Nachwirkungen des Leistungssports. Essstörungen, Angstzustände, sie hat Lebertumore und ihr wurde abgeraten, jemals Kinder zu bekommen. Der Grund? Zum harten Training musste sie schon als junges Mädchen zusätzlich zahlreiche Medikamente nehmen. Auch das berüchtigte Dopingmittel Oral-Turinabol. Das Anabolikum wurde in der DDR flächendeckend eingesetzt. An diese blaue Tablette konnte sich meine Mutter erinnern, ich selber nicht. Die hätte ich am Wochenende mit nach Hause bekommen, in einem braunen Gläschen. Und meine Mutter ist seinerzeit Krankenschwester gewesen, und sie konnte sich, diese Farbe hat sich bei ihr eingeprägt, weil sie in ihrer Tätigkeit als Krankenschwester so eine schöne Farbe mit so einer Tablette gar nicht kannte. Männliche Sexualhormone, oft getarnt als Vitaminpräparate. Die Vergabe an junge Mädchen im Eiskunstlauf. Kein Einzelfall. Katrin Karnitz und Tobias Schröter, das neue Meisterpaar aus der DDR. Doppelachsel zum Auftakt. Auch sie bekam das gefährliche Anabolikum. Marie-Katrin Karnitz, einst Weltklasse für die DDR im Paarlauf, nahm an zahlreichen internationalen Wettbewerben teil. Dass sie als junges Mädchen gedopt wurde, erfuhr sie erst Jahre später. Ich habe 1997 erfahren, dass ich in dem Jahr 1986, ich war 16 Jahre, also minderjährig, oral Turinabol bekommen habe. Das war ein Riesenschock für mich. Karnitz wurde nach dem Mauerfall als Dopingopfer anerkannt, hat Schmerzen Tag für Tag. Heute verwaltet sie das traurige Erbe des DDR-Sports. Im Dopingopferhilfeverein engagiert sie sich für die Geschädigten des Zwangsdopings. Über 700 ehemalige Sportler finden sich hier. Unter ihnen auch mehrere Eiskunstläuferinnen. Ich habe lange das nicht glauben können, dass der Eiskunstlauf genauso verseucht ist wie andere Sportarten, wie Kraftsportarten. Aber er ist genauso verseucht, genauso wie das Turnen und Eiskunstlaufen. Das hatte ich immer so ein bisschen ausgeklammert. Man baut da jetzt nicht so viel Muskulatur auf im Eiskunstlaufen, jetzt wie ein Kugelstoßer zum Beispiel. Aber man geht einfach mit anderen Dosierungen ran. Und es geht ja auch nicht nur um Oral-Turinabol, es geht auch um andere Medikamente, um Psychopharmaka zum Beispiel, um die Ängste zu nehmen. Während ihrer Sportlerzeit im Club Dynamo Berlin musste Marie-Katrin Karnitz viel schlucken. Was es alles war, weiß sie, wie viele andere Sportler auch, heute noch nicht genau. Damals zuständige Sportmediziner wollten sich auf Sportinsight-Anfrage zum Doping im DDR-Eiskunstlauf nicht äußern. Auch 25 Jahre nach dem Mauerfall schweigen sie oder lassen Anwälte sprechen, wenn es um Doping geht. Einmal teilt man uns mit,
der Einsatz der Mittel damals habe rein medizinische Gründe gehabt. Auf der Spur schön halten. Sie wollen doch nicht jemanden wie mich noch jetzt Jahr um Jahr mit den Lügenstories der alten DDR-Genossen langweilen. Ja, damit muss doch auch mal Ende sein. Die lügen und lügen und lügen. Punkt. Der Wissenschaftler Werner Franke hat wie kein anderer zur Aufarbeitung des DDR-Sports beigetragen und über Jahre viele geheime Dopingunterlagen ausgewertet. Auch zum Eiskunstlauf. Tatsache ist, dass es belegt ist, dass es das gab. Mit einer besonderen Note dabei. Es sollte ja nicht so sehr Muskelmasse dazu gewonnen werden wie in anderen Sportarten, sondern man wollte die athletisch halten, die Athletik fördern, auch die Durchhalteathletik. Dabei aber das Körpergewicht möglichst niedrig halten. Das ist ja für die Sportart besonders wichtig. Die DDR sprang im Eiskunstlauf von Erfolg zu Erfolg. Die Hintergründe interessieren bis heute kaum. Der Gesamtdeutsche Verband, die Deutsche Eislaufunion, DEU, hat sich die Erfolge der DDR zwar einverleibt, doch zu den Opfern des Sports hat die DEU bis heute keinen Kontakt aufgenommen. Der Verband teilt nun, nach mehrmaliger Anfrage mit, dass sich Opfer direkt an ihn wenden könnten, man werde nach Möglichkeit Hilfe leisten. 25 Jahre nach dem Mauerfall. Die Leiden der Opfer sind indes immer größer geworden. Berlin vor 2 Wochen. Tagung des Dopingopferhilfevereins. Ein Treffen der Geschädigten des DDR-Sports. Erstmals auch dabei Karin Miegel. Vor die Kamera zu gehen, kostet sie viel Überwindung. Also ich habe unheimliche Muskelschmerzen heute. Und eben viele weitere Probleme auch. Die man damals noch überhaupt nicht einordnen konnte. Also ich habe gynäkologische Probleme, ich habe psychische Probleme. Ich kann nicht schlafen. Karin Miegel trainierte damals in Dresden. Mit 11 war sie die Jüngste, die weltweit einen Dreifach-Flip sprang. 2 Jahre später, sie war 13 Jahre, startete ihr Dopingprogramm. Hier der Vergabeplan von Karin Miegel, geborene Zobel. Explizit wurden in diesem auch die Medikationstage und die Menge des Anabolikums Oral-Turinabol vermerkt. Nach dem Mauerfall wurde keiner der Ärzte, die im DDR-Eiskunstlauf so etwas anordneten, dafür strafrechtlich verurteilt. Man hat wirklich mit unserer Gesundheit gespielt. Also alle Verantwortlichen haben gewusst, welche Nebenwirkungen es hat. Und dass man Kindern, vor allen Dingen Mädchen, wo man eigentlich auch damals schon wusste, dass es bei Mädchen noch schlimmer ist als bei Jungs, in dem zeitigen Alter Dopingmittel gibt und diese gesundheitlichen Schäden in Kauf nimmt, das ist unbegreiflich. Doping im Eiskunstlauf. Fuß auf die Spur. Von den bekanntesten ehemaligen Athleten hat einzig der heutige Chemnitzer Trainer Ingo Steuer erklärt, zu DDR-Zeiten blaue Pillen erhalten zu haben. Wahrscheinlich also Oral-Turinabol. Katharina Witt, die erfolgreichste Athletin, erklärte vor Jahren, dass ihr nie Dopingmittel angeboten oder verordnet wurden. Doping, so ihre Ansicht, mache im Eiskunstlauf keinen Sinn. Mit Sport Insight wollte die ARD-Expertin über die Schattenseiten des DDR-Eiskunstlaufs leider nicht reden. Und auch ihre ehemaligen Kolleginnen, die heute leiden, bedauern, dass sie in ihr keine Fürsprecherin haben. Ich hatte mal versucht, Kontakt zu ihr bekommen, aber da ist kein Rankommen mehr. Das enttäuscht mich nicht, weil mich macht das wütend. Weil ich habe die 2, 3 Jahre, die ich ja auch international unterwegs war zu Wettkämpfen, auch mit Katharina Witt, Wettkämpfe bestritten. Und wir waren also eng zusammen. Wir haben uns ja auf Zimmern besucht. Wir haben unsere Wettkämpfe gegenseitig angeschaut. Und also da kann man schon sagen, dass man jetzt sich gut kannte. Susanne Schnierder hörte mit dem Eiskunstlauf auf, als sie 14 war. Sie hatte jede Menge Medikamente bekommen. Ihre Eltern zogen die Notbremse, als der Tochter Wachstumshemmer verschrieben wurden, damit sie für den Paarlauf klein und zierlich bleibe. Jedes Mittel war recht. Ist ja keiner zur Verantwortung gezogen worden, was er da den kleinen Mädchen und Jungen hier angetan hat, dieses Zwangsdoping.
Und sie waschen ja alle ihre Hände in Unschuld. Schon früh wurden Kinder in der DDR an den Leistungssport herangeführt. Funktionären, Ärzten und Betreuern waren sie schutzlos ausgeliefert. Später mussten viele für den angestrebten Erfolg einen hohen Preis zahlen.